Waffe, glaube ich, wegstecken, oder? Wie geht denn das? Hey, du siehst gut aus. Steig Ach, rein. Süße. Oh, Filatio. Sind wir hier ganz undercover, Junge. Ja, ganz undercover. Hab ich doch gesagt. Langsam, 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 langsam. Stopp, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Fahr zurück, fahr zurück. Warum denn? Da ist Unidad, Alter. Unidad! Da langsam rein. Eine kleine Gruppe Feinde. Läuft bei der Unidad. Was machen wir jetzt mit denen? Sagen wir, gehen schleichend voran. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hat einen Sein. Tango. Ist noch mehr Unidad. Bin hinten rum rein. Also das Problem ist, wir müssen töten Sie den Befehlshaber des Lagers, damit die Gegner schneller ergeben. Schwer bewaffneter Gegner, Gegner mit Standardausrüstung. Also wir müssen den mit den zwei Strichen töten, dann ergeben die anderen sich schneller. Nee, der ist doch hier drin. Der liegt doch hier drin, der Typ. Was? 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 Wir müssen den mit den zwei Strichen ertöten. Nein, wenn wir den töten, dann ist es, dann ergeben sich die Feinde schneller. Ja, aber das gilt aber nicht für die Unidad, oder? Nee, für die Roten. Wo ich mir den jetzt? Das ist ja ein anderer hier. Was du gerade hast, das ist ja ein. Zwischen Unidad und Kartell. Achtung, bleib stehen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, die sehen dich. Also, das heißt, wir müssen. Wohl oder übel müssen wir die wegmachen, oder? Ja, warte, Splittergranate. Nee, Nee, nicht warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, bevor du jetzt was. Da unten. Ach so. Ja, nee, nee, du machst ja den ganzen. Sorry. Nee, erzähl! Da unten sind auch noch Gegner. Richtung Südosten. Ja, ich Drei sehe es. Stück. Damit. Die Okay. anlocken. Sie. Oh, Tango, oh. Tango, Die Tango, kommen, die Tango. kommen, die kommen, die kommen. Hola, ¿qué tal? Irgendwas über das Kartell oder Das ist die natürlich auch eine Sicarios hier Möglichkeit. gehört? Gracias. Viel Glück. Gegner. Ach, Scheiße. Und? Ah, ist eine blanke Grafung wieder dann. Haben wir jetzt hier die Info? Si te mueves, estás muerto. ¿Entiendes? Zack! Um die Ecke, fertig. Hauen wir ab, oder was? Ja, da kommt nämlich noch ein Unidad-Wagen. Ja, warte mal, hier drin ist noch ein Nachschubdepot. Da kommt noch ein. Wow, 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 der kommt hier rein und macht einen weg, Alter. Tot? Ja. Biene dort. Ganz tot. Ja, ganz tot. Also so tot, dass ich wiederbelebt werden müsste. Jetzt raus, jetzt kommt er raus. Da ist er. Schwer bewaffnet, schwer gepanzert. Hallo? Ich komme schuldig. Warst du echt, dass der weggeht? Boah, so klein hätte ich deine Eier gar nicht eingeschätzt. Lalala. Das war knapp. Geh zu. Ja, Geh das zu, dass du abkommst. Oh. Wow, Nicht wow. unbedingt dahin. Wow. Fuck! Hat's mich erwischt. Ah! Kannst du nicht sein, Alter! Kutsch, ausraste! Das ist ja jetzt ärgerlich. Das ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber die Info haben wir ja trotzdem, oder? Ja. Theoretisch. Theoretisch. So, jetzt pass auf. Hier haben wir noch zwei Kisten. Wo du wieder bist und wo ich wieder bin, das ist unhöflich. Alter, 500 Nahrungspakete, waren am Anfang 50, ne? Weißt du noch? Ja, gut, okay. Es ist, ich hatte eben auch eine mit 100 und dann hatten wir vorhin auch welche mit 50. Also, irgendwas kommt drauf an, welche man da bekommt. Mach doch Schnellreise zu mir, dann kannst du die auch ja, gleich holen. Schnellreise zu dir, Witzbold. Du weißt, dass du Oh, halt du bist nicht aber immer, ziemlich schnell. nicht neben den Leuten spawnst immer, ne? Also schon so ab und zu 100 Meter Entfernung und ich war jetzt 500 Meter oder so weg. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das waren jetzt 200 bei mir, insgesamt.
So, jetzt pass auf. Sagen wir, holen uns jetzt einen Fertigkeitspunkt noch. Auto oder Helikopter holen? Ach, Auto, hahaha, Auto, welches Auto? Achso, Helikopter ist ja auch despawned dann wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir können da zu Itako Echo uns teleportieren. Da teleportiere ich mich mal hin. Ja, da war doch, waren wir doch eben, da sind wir doch eben mit dem Helikopter gelandet und haben die Kampagne quasi da weiter gemacht. Bisschen südwestlich unserer aktuellen Position. Oder bei mir jetzt einfach. Komme ich jetzt zu dir? Was machst du denn? Machst du jetzt nicht Blitzreise oder was? Er fährt Motorrad, der Junge. Na gut, dann fahr ich schon mal weiter. Mach ich das jetzt? Wie du das machst? Wo geht das? Achso, du hast gefragt, wie man das macht. Das habe ich nicht verstanden. So, jetzt bin ich bei. Ach, wir können uns zu dem. Oh, können wir uns. Das ist gut. So, ich komme auch. Girl, ich fahre das Motorrad. Hier war das ja. Oh, Jesus, was eine dirty Strecke. Ja, also, das Mopeds haben sie besser gemacht. Bisschen. Da ja, den Heli. Ach, das haben wir ja schon. So, gehen wir einfach nach Lust und Laune vor, oder? Wie du das sagst. Lust und Laune. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Der Friedhof, da drüben. Abschuss. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Einer ist noch da, den hol ich kurz. Wir sind ein paar Nark da, auf dem Friedhof. Tango ist tot. Alle tot. Er hat gesagt, Lust und Laune. Yeah! Sauber, alles Paletti? Aber das heißt ja, dass du mir alle Kills klauen sollst. Oh, cool, jetzt kommt das Nachschub. Die Tür eintreten. Wo ist denn jetzt da? Sauber. Hier unten ist dieser Orden, glaube ich, ja. Na, der blanke Orden. Ja, ja, so läuft das. Hier ist ein Nachschub in dem Gebäude drin. Jupp, ich komm. Nachschube. Nachschübe. Nachschübsen. Nachschübinisieren. Nachschubanten. Nachschubanten? Ja. Nachschubanten ist auch nicht schlecht. Drei sogar. Ja, drei Nachschubanten. Das ist dann schon wieder Nachschuben. Nee. Aber Nachschubanten ist doch schon die Mehrzahl von Nachschüben. Nee, eigentlich ist der Nachschüben. Nee. Er schub nach. Du bist mein Driver. Jo, dann. Viele Blinklichter und gib mal einen Ort an. Oh, wir haben auch hier Gatling Gun am Start. Was uns nichts bringt, weil wir haben kein Fadenkreuz. Ah. Ich weiß immer noch nicht, wie das war. Soll ich mal gucken? Ich guck mal. Ja, guck mal. GameStar, Wildlands, Helikopter. Das sind so die drei Triggerwörter. Dann erklärt er erst, was hier alles passiert und dann erklärt er, was du drücken musst. Achso, ich dachte, ich soll jetzt googeln nach Schubanten. Nach Schubanten? Google mal nach Schubanten, ja, das ist auch schön, was das ist. Wildlands. Heli. Was GameStar? GameStar, ja, ja, die haben da so ein kurzes Video, so 2-3 Minuten gemacht.
Was haben wir denn hier? Intel oder was? Also hier Zielperson. Ach ja. Ich erinnere mich wieder. Ecke, stimmt. Jetzt sieht's sauber aus. Wo soll ich denn landen, Großmeister? Einfach, wo du denkst. Wo es taktisch am klugesten ist. Hier ist taktisch ganz cool. Kommen wir schnell zum Einsatz. Voll in die Rotorblätter rein. Tot. Ah, geil. Bist du echt tot? Nein. Ja, weil du ja gerade so bei mir sagst, als wärst du im Stein drin, deswegen. Hallo. Hola, ¿qué tal? Irgendwas über das Kartell oder die Signalios Nachschub, Rebellenoperation oder Bonusorden? Hä? Was? Nachschub? Also Nachschubüberfälle finden, Rebellenoperationen finden oder Bonusorden finden. Also das eine bietet eine große Menge an Nachschub, das andere die werden, wertet die Rebellenoperationenunterstützung auf und das andere ist halt eine besondere Fertigkeit. Besondere Fertigkeit, oder? Okay. Gracias. Viel Glück. Bei Bonusordenpositionen entdeckt. Wir wollen alles haben, Alter. Wir nehmen alles mit. Ah, das war schon gewesen. Ah, da vorne sind noch Dokumente. Ja. Ein paar Dokumente zum Anhören. Kann man sich dann anhören, wenn man anhören möchte. Wie brutal mag Juris und Politos Folter wohl sein? Das will ich ganz sicher nicht rausfinden. Das ist bestimmt nicht so harmlos wie Waterboarding. Ich meine, wir reden hier von bleibenden Schäden. Meine Kokaleros. Die sind medizinisch ausgebildet. Da sind Medikamente im Einsatz. Die wissen, wie sie gut wach halten. Weißt du, früher brauchten echte Folterer keinen Stoff. Weil einfach ist. Also sind es Amateure. Offensichtlich, wenn du siehst, wie weniger ein Verhör. Ich finde es halt so schön, dass es so flüssig überall. Profi behält die Kontrolle. Der weiß, was nötig ist. Überstreckt. Juri und Polito sind nachlässig. Sie lassen sich hinreißen. Sie machen es aus wichtige Spaß, Aufklärungsdaten. Nicht für den Beruf oder wegen der Kunst. Ja, die sind brutal, aber nicht, weil sie es wollen. Wir nähen sind uns. Brutal, weil sie inkompetent sind. Hinter diesem Grinsen hast du noch eine dunkle Seite, oder? Steil bergab, Junge. Ach ja, hey, das war diese Villa gewesen. Wo möchten Sie? Taktisch am klugesten. Die sehen uns. Jetzt sehen sie uns nicht mehr. Logik. Ins Spiel. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, weil das ist ja hier so im Hang drin. Ne? Hier gibt es keinen wirklich geilen Landeplatz, ne? Das sieht schon geil aus, Alter. Diese Zickzackstraße hier runter. Bis ins Tal. Nebendran dieser Fluss, der da von oben nach unten geleitet worden ist durch die Straße. Sieht geil aus. Also geil sieht es einfach aus. Kannst du nichts sagen. Sieht schon gut aus, ja. Ja, genau. Schieß doch auf uns, ihr Lappen, Alter. Lass mich einfach hier mal raus. Hier direkt. Ja. Jump. Das war eine schöne Landung, Alter. Danke. Das war eine schöne Landung. Versuche mir einen Pilotenschein auch behalten zu dürfen. Hast du deine Nachweisstunden gemacht? Ich bin gerade dabei, tatsächlich. Bei Arma. Ja. Arma lässt sich die ganze Sache doch nochmal ein bisschen besser fliegen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gut, Arma hat halt auch ewig schon Erfahrung mit, ne? Ja, wir haben ein eigenes Spiel. Ja. Ach, wo fährt der Helikopter jetzt hin? Scheiße. Ich werde hier mal auskundschaften. Zieh Nummer 2 da. Los.
Bleib stehen, komm schon. Bleib stehen. Scheiße. Okay, ja, am Stein gebremst. Ja. Eli sicher geparkt. Die zwei am Süd. Boah. Was ist das eigentlich? Südwestlichen Teil des Gebiets kann ich, glaube ich, ausschalten. Naja, dieses da ist so dickes. Ach. Wow, was war das gewesen? Ach, du bist ja hier unten schon direkt. LOL! I'm behind you! Young man! Warte. Ist noch ein Hintereingang oder so? Nee. Keine Ahnung. Nee, gibt's nicht. Von drinnen? Ja. Hier ist der Standort eines Kartellsenders. Deaktivieren wir ihn. Das hier verrät den Standort einer Kartellantenne. Okay. Sie schalten sie ein, wir schalten sie wieder aus. Tango getroffen. Er ist tot. Geschafft. Alle noch ganz? Ach ja, genau, das. Ah ja, geil. Das können wir dann auch nochmal. Hacken! Hack mal eine Runde. Hack einfach mal Druck da. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Jody und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Unten sind noch, glaube ich, zwei Kisten. Hier ist es noch, keine Info, keine Rebellen. Nachschub. Das ist ein Lieferplan. Sieht aus, als wollte das Kartell Nachschub zu einer ihrer abgelegenen Basen fliegen. Das Transportflugzeug ist betankt und startklar. Die Rebellen könnten den Kram brauchen, Boss. Wir müssen das Flugzeug nur stehlen. Was denkst du? Erfüllen Sie Nachschubbefehle, um große Mengen Nachschub zu erhalten. Nutzen Sie die Nachschubbefehle gerade hinzuzufügen. Nutzen Sie Nachschub, um neue Fertigkeiten freizuschalten. Naja. Das wussten wir ja. Von quasi. Hallo? Woher? Kommt der von da oben? Hier, ach so, Munition, ja. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Wir haben einen Helikopter, ne? Ja, da fahren wir hoch nochmal, oder? Ja. Fahr. So. Wir haben Leerlauf laufen lassen. Ne, der war eigentlich aus gewesen. Ich warte auf die Position, Boss.